Sie! Bringen Sie sich hin zu uns! Auch Sie können von Pflegebedürftigkeit betroffen sein. Und das ist kein Pappenstiel in Deutschland. Nehmen Sie was mit, informieren Sie sich. Danke. Pflege am Boden, was sagen Sie dazu, dass hier Mitarbeiter von der Pflege hier demonstrieren für mehr soziale Gerechtigkeit? Für gutes Recht. Völlig in Ordnung. Ja. Wer ist nicht dicht? Die Pflege? Sind Sie kein Patient gewesen? Und in Zukunft? Wie kommen Sie dazu, sowas zu sagen? Wie warm? Ja, hier? Ach, hier? Ja! Ja, komm. Jetzt liegt es doch. Nimm das auch so. Was sagen Sie dazu, dass Sie Kollegen hier liegen und für eine bessere Pflege demonstrieren? Das finde ich total toll. Ja? Ja, weil ich habe gerade Anne Meinung gehört, da sagt ein junger Mann, er hofft, dass die Polizei kommt und alles zusammenknüppelt. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das finde ich schlimm, weil ich weiß, ich gehe ins Altenheim Besuche machen und ich weiß genau, wie wenig Zeit wir haben. Gerne noch ein Flyer. Pflege am Boden. In 70 Städten liegen wir heute. Insgesamt werden es knapp 5000 Pflegekräfte sein und wir werden immer mehr. Jeden Tag kann jeder Mensch pflegebedürftig werden. Sie müssen nur einen Unfall haben, Arbeitsunfall. Berlin Fernsehen, was ist der Sinn dieser Aktion heute hier? Naja, wir wollen einfach auf den Pflegenotstand aufmerksam machen und wir wollen halt einfach, dass die Leute stehen bleiben und sehen, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen da auch mithelfen. Es geht ja auch irgendwann um die Menschen selber, die an uns vorbeilaufen, die sich mit hinlegen. Ja, darum geht's eigentlich. Glauben Sie, dass es die Masse auch versteht, um was es hier eigentlich geht? Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht nach den 5. oder 6. Flashmob wird sie es verstehen, weil irgendwann werden sie merken, okay, die lassen das nicht mit sich machen. Irgendwann werden die Fachkräfte streiken, die Pflegehelfer werden sagen, ach, warum soll ich denn noch die Arbeit von einer Fachkraft übernehmen, wenn ich das gar nicht brauche, ja. Wie geht denn der Chef damit um, sprich Heimleitung oder diensthabende WBLer und wie sie alle heißen? Also meine PDL, die geht damit eigentlich sehr offen um. Die findet es gut, dass ich mich dafür einsetze. Und die sagt auch, ich soll so weitermachen. Und ja, wenn es mir Spaß macht, gerne. Und ihr beschert es ja auch nur noch bessere Fachkräfte und vielleicht, ja, bessere Aussicht für uns. Es geht ja aber nicht um Spaßfaktor. Es geht ja darum, etwas zu verändern. Wo ist dann die WBLerin und die Heimleitung oder der Chef dieser Einrichtung, wo Sie tätig sind? Ich denke mal, dass es für die oberen Leute einfach ein bisschen schwerer ist, sich da vorne hinzustellen, weil die Leute um einen rum dann auch sagen, warum machst du das? Ja, es geht ja auch alles irgendwo um Gewinn, wie maximiere ich den? Ja? Und wenn da einer raussticht und sagt, hallo, ich bin aber dagegen, dass ihr so seid, dann wird der, glaube ich, von außen keine guten Kommentare hören. Ja, das geht um Pflege am Boden. Wir wollen das Bewusstsein in der Gesellschaft stärken, dass die Pflege eigentlich am Ende ist. Dass wir so, wie wir im Moment arbeiten müssen, nicht mehr lange durchhalten werden und dass dadurch auch die Pflege gefährlich wird. Es waren ja relativ noch wenig da. Wann sind es mehr? Naja, man muss es hochrechnen. Wir liegen heute in 70 Städten in Deutschland. Insgesamt werden es hoffentlich so 3.000 bis 5.000 Pflegemenschen sein, egal ob sie nun in der Krankenpflege sind, in der Altenpflege sind, Pflegeassistenten sind, mit der Ergotherapie zu tun haben oder einfach pflegende Angehörige sind. Wir wollen alle ansprechen. Und wenn das weiter so geht und wir irgendwann 80, 90, 100 Städte sind, werden wir sicherlich auch in jeder Stadt immer mehr Menschen anziehen. Also ich bin guter Hoffnung. Nun erwartet man ja auch bestimmt irgendwann mal mehr Leitungskräfte, also WBLer, also Wohnbereichsleiter, PDLer. Wo sind die denn heute? Ja, hier waren schon einige dabei. Waren dabei? Ja.